Moin Leute! Willkommen in einer neuen Folge der totale Wahnsinn. Ja, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Ich bin heute Morgen um 4 Uhr weggefahren. Zu Hause. Ich muss mal kurz Krach machen hier. 4 Uhr weggefahren heute Morgen. Bin nach Meckenheim. Hab da abgeladen. Das ging ratzfatz. Habe mich jetzt dazu entschlossen, hier eine Pause zu machen. Weil ich nur noch 35 Minuten Fahrzeit habe und ich muss jetzt nach Lüdinghausen. Und da kommt ja nicht so viel an Parkmöglichkeiten, gell? Deswegen. Ja. Da habe ich jetzt knapp 2 Stunden 20 hin. Dann habe ich noch Erkenschwick. Und dann fahre ich nach Lünen zum Laden. Da lade ich dann Flaschen. 26 Paletten. Ist in Ordnung. Dann wollen wir mal gucken, dass wir das heute alles noch so auf die Reihe kriegen. Ja, ansonsten gibt es echt erstmal gar nicht so viel zu berichten. Ne? Prösterchen. Ich würde sagen, ich düste jetzt erstmal hin und melde mich auf jeden Fall später nochmal bei euch. Weil ich bin gerade erst aufgestanden von meiner Pause. Da bin ich noch nicht so fit, kann ich nicht so viel labern. Also ich melde mich. Shoo up, pa 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 da da pa pa shoo up, pa pa pa
Hey, Lea. Boah, Leute, echt, ey, was ein Kampf heute irgendwie, ey. 3 Abladestellen. Und es hat überall jetzt geklappt, bis jetzt hier auf der letzten. Da hat es eigentlich auch geklappt, ich musste halt nur kurz warten, ne? Aber das nimmt mir alles die Zeit. Wir haben jetzt gleich 2:30. Und ich bin 3 in Lünen. Und dann tue ich Glasflaschen laden. Oder Glasbehälter oder irgend sowas. Ist alles wieder so eng. Also der nächste 15er oder der erste 15er für die Woche, denke ich mal, der ist gesetzt. Ne? Fahrzeit und so habe ich noch. Und ja, mal kicken. Mal kicken, ne? Mal kicken, was noch so geht. Boah, ich stink nach einem Kräuter, ey. Immer wieder dasselbe. So, bin ich mal gespannt, was mich da erwartet in Lünen. Da war ich nämlich noch nie. Ich hoffe, dass ich nicht so lange Wartezeit habe. Also hoffe ich, dass das ratzfatz geht, dass ich hier vor dem Feierabendverkehr noch irgendwie rauskomme aus der ganzen Chose. Das wäre schon irgendwie ganz cool. Hallo! Leute, ich habe Feierabend gemacht. Ich habe lange überlegt, ob ich es mache, aber ich habe Feierabend gemacht. Ja, ich stehe hier auf der neuen Raststätte Hellweg. Ich war hier, glaube ich, schon längere Zeit nicht mehr, weil die Raststätte ist jetzt fertig. Also sprich das Restaurant und hier Burger und so, ne? Wisst ihr Bescheid. Jo, hier steht man echt cool.
Hab mich mal wieder auf den Busparkplatz gehauen. Weil abends darf man das ja, weil abends ist man ein Bus. Ja. Ja, ansonsten, ey, heute irgendwie, ich weiß nicht, der ganze Tag, der hat sich irgendwie so gezogen in dem Sinne. Ich meine, gut, ich hatte 3 Abladestellen und eine Ladestelle, aber das lief irgendwie zeitlich. Also die Abladestellen haben sich echt gezogen, also muss ich echt sagen. Dann bei der Ladestelle, der hatte mir erst keine Hoffnung gemacht, so sagte, oh, es dauert ein bisschen und so. War ich innerhalb von einer Stunde war ich wieder weg, also so viel gedauert hat es wenig. Ja, egal. Ich habe meinen Poppy habe ich wieder repariert. Ja. Poppy. Ich habe einen neuen Kleber dran gemacht. Oder besser gesagt, eine neue LED-Lampe komplett. Weil das war mir irgendwie kaputt gerissen. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie hat es einen Schlag getan. Das halbe Poppy war ausgelaufen. Ja, und jetzt poppt es wieder. Ja, irgendwie ist das im Moment total komisch. Ich weiß auch nicht. Also ich würde euch gerne immer so viel wie möglich zeigen, gell? Aber ja, ey, du kannst fast nirgends richtig filmen. Also du musst echt aufpassen. Muss man es halt heimlich machen. Aber ich sage es euch ja immer wieder. Irgendwas zusammengeschustert kriegen wir immer. Ja, dann nochmal so ein Ding in eigener Sache. Denkt an den Livestream. Am 1. November um 14 Uhr von oder bei mir zu Hause findet er statt. Ja, da wollte ich euch nur noch mal dran erinnern, denn wir haben schon lange keinen Livestream mehr gemacht. Ich habe gesehen, der letzte war im Juli. Juli, das ist echt schon verdammt lang her, ey. Verdammt lang her, verdammt. Ja, freue ich mich tierisch drauf, endlich mal wieder ein bisschen Lava-Action und so. Und den werde ich ja diesmal ganz normal machen. Also ich werde jetzt hier kein Geschiss machen oder so, sondern stinknormalen Livestream, so wie es früher immer war. Ja, vielleicht. Ja, Leute, so ist die ganze Geschichte. Ja, unsere 3 Gewinner vom Gewinnspiel sind mittlerweile ja auch ermittelt, haben sich gemeldet bei mir. Und ja, die Sachen sind auf dem Weg. 2 Caps sind auf dem Weg zu mir, weil 2 von euch gerne eine Unterschrift drauf haben wollten. Ich fühle mich voll geehrt. Es sind erst Autogramm Nummer 2 und 3. Mehr habe ich noch nie gegeben. Das ist auch, ich weiß nicht, ey. Man kommt sich da schon irgendwie so ein bisschen komisch vor, aber wenn es euch Spaß macht, was soll ich denn dazu sagen? Ja. Ja, wie gesagt, und ich habe die 3 gebeten, ein Bild zu machen von sich, wenn die Caps angekommen sind. Und dann werdet ihr nochmal sehen, ja, werdet ihr die 3 Gewinner Gesichter sehen, ne? Damit die Gewinner quasi auch mal ein Gesicht bekommen. Da habe ich drum gebeten und die 3 haben mir dazu gestimmt. Und ja, das kommt dann, wenn es soweit ist. Ja. Was habe ich noch? Ach, ich habe Urlaub. Ich habe Urlaub nächste Woche. Das habe ich total vergessen. Ja, ich habe Urlaub nächste Woche. Das heißt, nächste Woche wird... ja, also es kommt die Woche nur ein Teil. Sprich, der jetzt am Mittwoch. Und dann kommt nächste Woche Mittwoch der nächste, weil ja am Sonntag der Livestream ist. Ja? Also diese Woche Samstag, am 31. Oktober gibt es keinen Teil. Das heißt, der Teil 154 kommt dann nächste Woche Mittwoch. Ja, um das wieder ein bisschen zu strecken, damit ihr nicht so einsam seid. So ist es. So Leute, lange genug gelabert und zwar genau schon 5 Minuten. Das ist viel zu viel. Ich wünsche euch einen schönen Montagabend, einen schönen Feierabend. Wir sehen uns morgen früh in alter Frische wieder. Ich lade das Gedöns hier selber ab, was ich geladen habe. Habe ich um 9:30 habe ich da Termin, also Zeitfenster 9:30 bis 10:30. Kriege ich hin, glaube ich. Also, viel Spaß, bis morgen früh. Euer Mölli, haut rein. Wisst Bescheid.
Hey, guten Morgen. In die Runde geworfen. Es ist kurz vor sechs. Die Stimme hört sich noch an, als ob ich 10 Havannas geraucht habe, aber ich bin wach. Leute, ich bin wach. Ja, ich habe echt bombastisch geschlafen. Also mehr Bombe als bastisch. Nee, richtig cool gepennt, echt. Ohne Scheiß. Du merkst halt immer wieder. Wo ist denn die Milch jetzt? Scheiße. Du merkst halt immer wieder, dass Sonntag auf Montag halt echt beschissene Nächte sind. Also gerade so für den Job, sage ich mal. Weil du echt immer total gerädert bist. Aber hey, das kriege ich immer wieder hin. So, wollen wir das Navi begrüßen. Guten Morgen, Ilse. Ne? Hast du gut geschlafen? Willst du mich heute auch wieder irre führen? Ach, ich sag's euch. So, jetzt fahren wir nach Sennfeld. Da haben wir circa 3 Stunden 15 hin. So Gott will und die Ilse will. Ja, sieht gut aus. Ja. 3 Stunden 15. Da laden wir unsere Gläser ab. Das sind keine Flaschen, sondern Gläser. Ich denke mal Gurkengläser oder sowas. Zu einem namhaften Gurkenhersteller. Naja, herstellen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, da düsen wir jetzt hin. Und dann gucken wir mal, was die Woche noch gibt, ey. Ja, gut angefangen hat sie ja bis jetzt. Bis jetzt. Also Freunde, ich düse los. Die Abfahrtskontrolle habe ich schon gemacht. Die haben wir auch schon drin im Tacho. Also können wir loslegen. Also ich melde mich bei euch. Bis gar später. Haut rein.
Freunde, Feierabend. Ich habe Feierabend gemacht. Ich habe eine hammergeile Tour heute abgegriffen, wo ich echt froh drüber bin. Also ich muss echt sagen, die Woche, ich meine gut, man weiß nicht, was noch alles so kommt jetzt so, was mich auf der Tour erwartet. Aber ich habe echt eine geile Tour gekriegt. Also ich bin heute Morgen Raststätte-Hellweg, hatte ich euch ja gesagt, bin ich weg. Bin zum Kunden bei Schweinfurt, hab abgeladen, hab sofort dann wieder Kräuter geladen, allerdings 4 Abladestellen und ja, war noch kurz auf der Firma, hab noch getankt und wollte eigentlich das Auto waschen, aber die Waschstraße war mal wieder zu. Leider Gottes konnte ich nicht waschen, ja, und bin dann noch losgedüst und bin jetzt hier wieder nach Borchen gefahren, da wo ich immer mal stehe. Und habe gegen 18 Uhr war es, habe ich Feierabend gemacht. Habe jetzt ein nettes Gespräch gehabt, fast über eine Stunde mit dem da. Ne? Der alte Haudi Haudegen. Ja, telefonieren ja öfters mal miteinander. Der Maiki und ich. Und ja, ist immer recht schön und angenehm, muss man sagen. Ja, hat sich ein bisschen beschwert bei mir. Er sagt, die Übergänge, die ich immer so gestalten würde, und da wäre immer dieses Jiha zu hören. Also es wird ihn ein bisschen nerven. Und ja, habe ich gesagt, muss halt deabonnieren, muss halt gehen. Ne? Aber es wollte er auch nicht. Na, hat er gesagt, es wollte er auch nicht, weil er mich so mag, hat er gesagt. Ja, nee, wie gesagt, auch hier an der Stelle nochmal Maiki, alter Buddy, ne, weiß Bescheid. Schöne Grüße und so. Ja, Freunde, Teil 153 geht zu Ende. Endlich mal wieder ein bisschen Action, endlich mal ein bisschen was, was man zeigen konnte oder kann.
Mich nervt das im Moment selber total, dass man echt nicht so viel zeigen kann, weil man teilweise nirgends reinkommt oder wie jetzt zum Beispiel Überbreite oder sowas. Das findet im Moment einfach nicht statt. Und ich denke, ihr habt das auch so ein bisschen gemerkt, die Videos haben sich so ein bisschen mehr in die Laberecke verändert. Was ich persönlich jetzt nicht schlimm finde, weil ich kann es ja. Aber ich hoffe, dass das irgendwann mal wieder anders wird. Obwohl wir, denke ich mal, echt kurz vorm zweiten Lockdown stehen. Weil ja so viele nette Menschen so ein Stück Stoff fetzen. Ja, lieber nicht tragen und lieber wieder Kurzarbeit machen oder sonst irgendwas, ich weiß es nicht. Egal. Ich würde einfach mal sagen, reißt euch am Riemen und haltet euch an die scheiß Regeln, die es gibt, weil Regeln sind da, um sie einzuhalten. Man kann auch verstoßen, dann kostet es auch Geld. Ja, also, das dazu. Das dazu, ihr habt es gerade gehört, Randale, Fußball geht los und ich habe einen Laptop dann gerade aufgebaut, weil ich will jetzt Champions League gucken. Also das war Teil 153. Ich habe nächste Woche Urlaub, sprich Teil 154 würde dann erst nächste Woche Mittwoch rauskommen. Das müsste sein der 4. November. Da kommt er dann raus. Am 1. November, vergesst mir das nicht, 1. November, jetzt am Sonntag, 14 Uhr, Livestream. Ein Oldschool-Livestream, so wie wir das früher gemacht haben, ohne Schnickschnack, ohne Scheißdreck. Einfach nur einen geilen Livestream. Ich freue mich tierisch drauf, endlich mal wieder einen zu machen, endlich mal wieder labern zu können. Es ist jetzt schon, Juli war der letzte und ja, es wird mit Sicherheit auch mal wieder einen gemeinsamen Livestream geben, da werde ich dran arbeiten. Aber jetzt ist mir erstmal wichtig, dass wir wieder einen alleine machen für unsere Community. Also Freunde, gehabt euch wohl. Ich danke euch fürs Zuschauen. Alle neuen Abonnenten nochmal herzlich willkommen auf meinem Kanal. Danke, dass ihr meinen Kanal abonniert habt. Beteiligt euch an der Community. Instagram Mölli72 bin ich zu finden, gibt es jeden Tag neue Bilder, Aktionen, wo ich bin, was ich mache. Facebook ganz normal möllisroadstory.de und ich sag's immer wieder, wer Interesse hat, irgendwelche Artikel zu erwerben und mich damit so ein bisschen zu unterstützen, der kann das gerne auf meiner Homepage www.möllisroadstory.de tun. Alles ein kann und kein muss, das sage ich immer nur dazu. Der Spaß soll überwiegen. Also, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im Livestream am 1. November. Und wie gesagt, Teil 154 kommt dann am 4. November raus. Und bis dahin verbleibe ich mit unserem Wicked Peace. Euer Mölli, nicht Mikey, Mölli. Haut rein, lasst euch nicht ärgern und ihr wisst Bescheid. Bis dahin.